ist für dich Heilwerdung? Ja, also nach dem Gesagten, ich habe gesagt, dass es einerseits eine sehr, sehr aktive Komponente gibt, die man aber, glaube ich, mal nicht überbetonen sollte und auch nicht überbewerten. Weil wirklich keine einzige Technik, kein einziges Gerät oder sonst irgendetwas wirklich heilt. Es dient dem Heiler zur Konzentration, es dient dem Heiler, irgendetwas ganz konkret zu vermitteln in eine bestimmte Richtung. Wenn es einen sehr hohen Wahrheitsgehalt hat, mit der Natur der Dinge auch übereinstimmt, wird es aber einen wunderbaren Effekt zeitigen. Letztendlich, so wie ich schon festgestellt habe, mit diesem Bioresonanzgerät, ja, ist es aber etwas, was dahinter steht, das heilt. Und insofern ist Heilung etwas, was man nicht tun kann. Heilung ist etwas, was geschehen kann, ja, wenn das Bewusstsein dementsprechend ist. Ich denke, dass das Ziel in der Zeit aber auch wirklich das ist, dass jeder Kontakt kriegt wieder zu seinem Seeleninneren und damit wieder in seine Individualität kommt, in sein göttliches Selbst und sich dem dann wirklich wieder frei Ausdruck verleihen kann. Mhm. Und ich denke, es ist nebensächlich letztendlich, wie man hinkommt. Aber ich denke, dass es letztendlich nur über den Weg geht, dass ich sage, ich beginne mich einfach in meinem Denken, in meinem Fühlen einfach auszudehnen und mich wieder zu identifizieren mit höheren Ebenen. Mhm. Ich glaube, solange wir das nicht tun, sondern sagen, okay, ich arbeite damit Farben und damit Blüten und damit diesen und damit jenen, bleibt uns dieser Weg letztendlich in irgendeiner Form verbaut. Und ich glaube, da, das ist für mich da die Essenz des Heilens an sich und des Heilwerdens.